Wir sitzen hier im Westend, Reiherstieg Nord, Wilhelmsburg. Meine Gesprächspartnerin ist Ingeborg. Ich habe gleich mal eine Frage, Ingeborg. Wie schaffst du es, du bist ja nicht mehr 18, sondern schon weit über 20, dich so fit zu halten? Also das liegt an der Denkweise und wie man mit sich umgeht. Und ja, ich mache immer noch Gymnastik, auch zu Hause bei Musik und bei jeder Gelegenheit bewege ich mich. Und dann gehe ich auch mit den Menschen richtig und gut um, obwohl sie es nicht manchmal begreifen, aber ich begreife es. Dadurch halte ich mich fit. Und ich organisiere mich auch bei vielen Dingen, nicht wie Westend und Honigfabrik, gehe ich Gymnastik machen. Und auch wie hier Westend mache ich auch kleine Aufgaben. Du bist ja viel unterwegs. Man trifft dich auf der Straße. Ich habe dich mal im Infoladen auch getroffen. Also Infoladen, das sind ja so Linksradikale. Interessierst du dich für Politik oder mehr für die Menschen? Ich nicht Politik, für die Menschen. Das ist für mich wichtig und da gibt es auch ganz nette Leute und die tun auch manchmal Essen kochen und dann finde ich das ganz interessant und dann schmecke ich auch schon mal davon. Und gehst du aber nicht regelmäßig hin, sondern... Nein, nein, nein. So wie ich Zeit habe. Oder auch manchmal meinen Spaziergang mache, dann sage ich Hallo. Das ist ja bei dir in der Nähe auch da. Ja. Du hast ja auch die letzten Jahre ganz intensiv mitbekommen. Wie war deine Einstellung, wie hast du die IBA und IGS erlebt? Also da mache ich eine ganz einfache Geschichte und zwar hat man Planten und Blumen immer sehr geliebt und hat immer gesagt, wieso gibt es sowas nicht in Wilhelmsburg? Und gibt es sowas? Und ich finde das so halbwegs auch richtig, nur es ist sehr teuer und da sollen die auch überlegen und auch mal die Kürze ziehen, wie weit sie zu gehen haben. Was meinst du, soll der Zaun abgerissen werden oder soll der bleiben? Das ist ja im Moment so im Gespräch. Ja, da habe ich mir nicht so die Gedanken gemacht, aber ich finde, das ist, glaube ich, die Mauer sollte weg. Ja. Und Wilhelmsburg ist ja ein Stadtteil, der in die Schlagzeilen gekommen ist und es sind große Bevölkerungsveränderungen von der Zusammensetzung der Leute her. Gefällt dir das oder fandest du es früher angenehmer? Bevor jetzt die ganzen Studenten gekommen sind, also zum Beispiel. Früher hat man ja immer geschimpft über die Polen-Leute, ne, polnische Leute. Da weiß ich noch, da war ich Kind und dann hat man immer gesagt, na, da wohnst du, wo polnische Leute sind. Ja, nun haben wir hier viel Internationalität und ich finde, da sollte man sich unterordnen und anpassen und vor allen Dingen auch lernen, was sie verstehen und umgekehrt sollen sie das beherrschen, dass wir hier Deutschland sind und sollen sich anpassen. Denn wenn ich im Ausland wohne, 20, 40 Jahre würde ich mich auch immer anpassen. Sehr gut. Aber im Prinzip sagst du, die Ethnien und die Kulturen sollen sich ruhig vermischen und man kann ja voneinander auch lernen. Ja. Nur wir können ja von Polen oder auch von Roma eventuell lernen. Genau. Aber interessant zu hören, dass du sagst, die sollen sich auch anpassen, weil das sagt ja nicht jeder. Man kann sich ja kaum trauen, das zu sagen. Ja. Aber es ist ja richtig. Ja, ich finde, das Deutsch sollen sie denn doch akzeptieren, denn sie wohnen ja in Deutschland. Und dann sollen sie sich da anpassen. Ne? Ja. Hast du hier in Wilhelmsburg Lieblingsorte, die du gerne aufsuchst, Cafés oder so, oder... Also schon manchmal, also ich bin ja nun bei der Honigfabrik, da passe ich mich denn so an, das bin ich auch frühzeitig angefangen, ne? Auch wenn mein Mann nicht mehr war, aber sonst direkte nein, also ich gehe gerne mal so variierend, da mal da. Deswegen kennt man dich auch viel von der Straße auch. Ja. Du kennst ja unglaublich viele Leute hier wahrscheinlich. Ja, so in etwa schon. Bist du in irgendwelchen Sportvereinen oder in irgendwelchen anderen Vereinen, wo du dich engagierst? Früher war ich mal in Einigkeit und habe Handball gespielt. Das sind ungefähr 7 Jahre gewesen und seitdem habe ich eigentlich nicht diese Sportrichtung nicht, weil ich gemerkt habe, ich mache lieber Gymnastik oder so Ballett und so ein bisschen Tanzen. Ja. Das mache ich am liebsten. Kannst du in der Hofer tanzen? Gibt es Möglichkeiten für dich hier in Wilhelmsburg? Ja, das mache ich dann manchmal direkt nach dem Turn. Dann mache ich das schon manchmal mit den Leuten. Ah ja, okay. Mhm. Diese Handballgeschichte, du hast auch richtig in der Liga gespielt, in der Mannschaft auch? Nein, nur in dem Verein, ja, in verschiedenen Vereine, Gegenvereine, haben wir auch mal Ostzone gespielt. Ah ja, okay. Ja, Aschersleben hieß das. Interessant. Mhm. Was hast du gelernt, Ingeborg? Ja, das ist an und für sich Weißnäherin. Und das ist, was ist das? Unterwäsche,
Ja. Nur das habe ich nicht ganz ausgeübt, weil das in Poppenbüttel war. Von hier nach Poppenbüttel, das war zu weit. Und die Dame gab es auch auf, weil ihre Tochter ein Baby kriegte. Und somit wollte sie das Haus auch größer bauen, ein anderes. Und somit machte sie das nicht weiter. Und somit habe ich aufgehört. Dann habe ich ein Lebensmittelgeschäft. Dann habe ich ein Kaffeegeschäft. Und bei seinem Haus Brand, das ist in Hamburg, Stoffe kontrolliert. Und dann habe ich so ungefähr 10,5 Jahre gearbeitet. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und da wurde ich auch nochmal wegen einer Gesundheitsstörung operiert. Und dann habe ich aufgehalten. Somit war ich dann Hausfrau. Aber nicht Hausfrau, das sage ich immer scherzend, nicht Pottkicker, sondern immer gelernt, immer aktiv. Ja, das hatte ich auch. Diese Neuheit, die hat sich ja auch mit der Zeit auch entwickelt, ne? Das hatte ich auch sicherlich lebendig gehalten. Ja, genau. Und sag mir noch was zu diesem Weißnähen. Also stelle ich mir da so eine kleine Firma vor, wo also die Chefin, von der du sprachst, so Aufträge bekommt oder ja, sie kriegt Aufträge für Pyjama, Unterwäsche, Unterröcke, Spitzenart. Und dann wurden auch die Träger noch mit der Hand gemacht. Die wurden in einer Breite genäht und dann mit einer Hornnadel durchgedreht. Und dann die Naht musste dann zur Mitte, dass es nicht zu sehen war. Und dann wurde es immer gebügelt. Da weiß ich auch noch, die erste Zeit, da habe ich, glaube ich, 40 Meter. Aha. Ja. Also der Beruf Weißnäherin. Die könnte noch gehen. Ich habe das ein bisschen mal gehört. Ach so. Oder jemand, eine Dame, die das auch kannte, ja. Also das ist ja wahrscheinlich so eine Sache, die über die Tradition vielleicht noch vereinzelt weiterlebt, dass jemand, der das lange gemacht hat, vielleicht sogar, wenn er das erfolgreich gemacht hat, noch jemand einstellen kann. Die nannten das auch wenn das mit der Nähmaschine gemacht hat, mehr Handarbeit war das. Ne? Da muss man auch die Spitzen abschneiden, was doppelt ist. Und da wurde viel Handarbeit noch beigemacht. Ja. Machst du eigentlich heute auch noch Handarbeit für dich so? Hatte ich mal eine kurze Zeit noch gemacht, ja. Ich habe Topflappen, dann habe ich für Taschentuchbehälter und dann habe ich früher noch so, wird auf dem Holzrahmen senkrecht und waagerecht und dann wird das so geschnitten, dann wird es über den Dampf gehalten, dass das so kleine Pompons und da machte man früher so diese Häkeltaschentücher rein. Ah ja. Strümpfe habe ich auch schon mal gestrickt. Pullover oder Shorts. Theoretisch könntest du ja auch so kleinere Dinge selber stricken, häkeln, was auch immer. Ja. Da gibt es ja ab und zu hier auch Bazare in Wilhelmsburg oder so, wo du was verkaufen könntest. Ja, das habe ich auch, aber das lasse ich jetzt an. Ich habe es früher gemacht. Ja. Ich habe dich mal erlebt hier im Westend, da hast du so quasi spontan und improvisiert ein Gedichtchen gehabt. Ja. Hättest du auch etwas spontan und improvisiert für diese Situation hier so einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt, oder? Das ist nicht so einfach, aber sonst liegt mir das auch manchmal. Freude des Lebens ist wichtig, denn jeder Mensch muss etwas geben. Okay, ja, also da haben wir ein ganz wichtiges Thema. Also gerade das mit dem Geben beherzigst du ja eigentlich jeden Tag. Du gibst ja immer was, du gibst immer etwas in die Kommunikation rein und ich finde es einfach toll, dass du hier bist, Ingeborg. Mhm. Wir vom Kunstbüro, wir profitieren sogar in direkter Weise von dir, weil du beim Abendessen hilfst. Ja. Und du nimmst den Gedanken des Sozialen sehr ernst und deswegen unterhalte ich mich gern mit dir. Hast du noch einen besonderen Wunsch für dieses Jahr? Was würdest du gerne in Wilhelmsburg haben, was bisher nicht so ist? Naja, ich glaube, dieses Jahr wird ein Jahr mit Wohnungswechsel, weil ja viele Wohnungen gebaut werden und viele ziehen da ein, aus. Ne? Ja. Und das Problem werde ich vielleicht auch noch haben, weil meine Wohnung ist nicht so besonders in Ordnung, intakt. Ja. Also muss ich auch überlegen und dann laufe ich aber immer noch vier Etagen. Ne? Also vierte Etage wohne ich. Aha. Ne? Das sind ja dann acht mehrere Treppen. Wie viele sind, weiß ich nicht, Stufen, habe ich schon mal gezählt, glaube ich, 81 Stufen. Das ist also ein gutes Training, aber auf der anderen Seite denkst du oder fürchtest du, vielleicht werde ich doch irgendwann noch umziehen und wo es dann hoffentlich vom Preis her auch günstig oder sogar günstiger ist als jetzt. Ja, das ist wichtig. Ja. Das beziehe ich auch damit ein, nicht? Dass das günstiger ist, denn ich bezahle jetzt 5,73. 573 plus Strom. Ja, Strom habe ich noch, aber Heizung ist mit drin. Ja, ja, aber Betriebskosten auch. Und du hast, wie viel hast du, 60 Quadratmeter? Nee, 57,65.
Ja, das ist